mich speziell interessiert das heimische Mensch, weil ich quasi als einer Bergerbster Familie aufstamme. Mein Großpapa, nur Großpapa, die haben dann zuerst an der Mine geschafft. Wir haben an der Hiel zuerst gewohnt, die Nascher, die kennt das. Hier laufen aus beim Westbuhr. Und da haben sie 200 Meter oben bei uns, da haben sie die Boogie und fangen an die Großwagen und umgetippt. Also mehr als Kanada das noch gucken, weil das war für uns immer eine Aventur. Da haben schon mehr das von kleinem Mund. Kennen wir das von der Mine. Ich war zwar nie als Kanada in der Mine gebunden, und dafür hat mich immens interessiert, für hier als Ski zu kommen. Wir haben uns wo die Mine hier kommen, die sie hier an die Waggon gehalten haben. Ich habe schon an einem Bauernbüssen sich vielleicht informiert, die habe noch schon am Internet geguckt. Aber das hier, wie ihr seht, das ist ein Erlebnis. Das ist etwas ganz Ernstes. Ich kriege da wirklich live mit, weil das in meinen Lasers, das ist nicht zu vergleichen, wenn der Foto oder auf YouTube einen Film guckt. Ich kriege da wirklich die Ambiance mit, der erlebt quasi, wie sie früher geschafft haben an einem Minen. Das ist etwas ganz Ernstes, wenn ihr nicht wirklich nur an einem Buch guckt oder auf einem Video guckt. Ja, wenn er dann hier kommt, dann geht er an die Rezeption, geht er begrüßt vom Guide. Und da kriegt er da ein bisschen Erklärungen, da kriegt er einen Helm gedauert. Alle Menschen müssen einen Helm gedauert, Sicherheit für alles an der Mine. Das ist früher so, für heute, das ist heute noch so. Da fahren wir dann 3,5 Kilometer mit dem Zug am Fang Hall. Das heißt, 1 Kilometer draußen, rund um den Berg. Und 2,5 Kilometer durch die Mine. Da muss ich ihn vorstellen, das ist schon eine lange Trajet. Allein durch die Mine. Da klammt er bei einem Kehr raus an der Mine und von da aus geht dann den Tour und der Gide aus am Fongolum am Gide, den erklärt der Stoff von. Anfang an, wo sie angefangen haben, an der Mine zu schaffen zu Lützburg, bis zum Schluss, wo sie abgehauen haben an der Mine. Und dann noch dazwischen alles, seht ihr auch die ganzen Gerätschaften, die man an der Mine stehen und geht alles erklärt. Da machen wir am Fongol dann nicht mehr interaktiv. Das heißt, das wird kann ein bisschen. Ich werde das Spiel aber zu erklären, wie früher hier geschafft ging. Nur wo wir hier sind, da kriegen sie erklärt, wie früher hier geschafft ging. Da kriegen sie auch gewisse, wie Geburt geht. Da können sie selber mal bohren, mal probieren, wie das früher gemäht ging. Bis im Jänner, da haben wir dann eine Boogie stehen, so gelötene Boogie wie den Heide, können sie da mal drücken. Da sehen sie mal, wie schwer das ist. Was können sie nachmachen? Sie können mal einen Pick lassen, müssen sie da mal ein bisschen wieder die Mauer schlagen. Da sehen sie mal, wie schwer das war. Das unmöglich war für niemanden. Mit Sprengungen herauszukriegen, zu erklären, wie weit die müssen Sprengungen machen, können sie mit der Pik ein bisschen schaffen. Material haben wir ganz viel aus französischen Minen, die 1997 auch zugemäht sind. Da haben wir viel Material von hinten gekriegt. Weil hier im Land hatten wir nicht viel der ganz großen Bohrmaschinen. Und noch Caterpillar haben wir hier stehen. Wirklich den Technik-Freak, der ist ein Genuss für das gesehen. Ja, außerhalb von unseren Visiten hier in der Mine machen wir auch alle Jahre, nennen wir ein Kids Day. Das ist der 6. für die Kader. Da wird der Baus den Spieler gemäht. Da kann, wir gehen noch mit den Leuten ein halbes Stündchen ran an den Mine, für ein bisschen kurz, ganz kurz Visite zu weisen, um Klänge nach Persü zu kriegen. Wie gesagt, das ist ein herrlicher Tag für die Kader, für sich zu amüsieren an den Baus. Den ganzen Tag Spieler Spaß.